Herzlich willkommen. Das Thema heute, der Hallux Valgus, der X-Schiefstand der Großzehe mit Ballenbildung. Bei mir heute im Studio zu Gast, die Frau Ulrike Schober. Herzlich willkommen, danke, dass Sie hier sind. Sehr gerne, guten Abend. Von Beruf sind Sie Gitarristin. Meine erste Frage an Sie, was ist Ihre Beziehung zu Ihren Händen? Ja, die ist schon sehr, sehr stark. Die Beziehung zu den Händen ist sehr zentral. Das ist mein Hauptarbeitsmittel, Instrument, aber auch ein Instrument des Ausdrucks. Was ist nun Ihre Beziehung zu Ihren Füßen? Um die geht's ja heute. Nicht viel schlechter als nicht die zu schlechter. Den Händen, denn die tragen mich überall hin und das ist sehr, sehr wichtig. Also mir sehr wichtig. Wunderbar. Jetzt haben Sie einen Hallux Valgus, ja, diesen X-Schiefstand. Und bei Ihnen ist das so mittelstark. Und möchte ich gern von Ihnen wissen, wie ist dann das, so einen Hallux zu haben? Was geht da in Ihnen vor? Ja, das ist eigentlich ein bisschen ambivalent, weil es so lang überhaupt nicht wehgetan hat. In dieser Zeit hat man das zwar optisch gesehen und wenn man nicht sehr, sehr eitel ist, dann lebt man damit. Und erst als es wirklich angefangen hat, schmerzlich zu werden, da habe ich dann gedacht, es ist jetzt kann es nur noch sehr schlimmer werden. Und da habe ich dann schon Sorge gekriegt. Und Sie haben ja auch eine leichte Arthrose drin und typischerweise ist dann das, was schmerzhaft ist. Ja. Und beim Hallux gibt es verschiedene Orte, wo es wehtun kann. Es kann entweder an dieser Stelle wehtun, wo er vorsteht, ja, oder im Gelenk drin oder hier unten an der Fußsohle. Wo hat es bei Ihnen wehgetan? Ganz selten mal hat es wirklich auf dem Ballen wehgetan. Also das war dann super sensibel und ging aber auch wieder weg. Ja. Und war dann wieder ganz lang gar nicht vorhanden. Hängt dann meistens auch vom Schuh ab. Vielleicht auch das. Aber in der letzten Zeit hat es dann wirklich unterhalb auf der Sohle, also beim Vorfuß angefangen zu schmerzen. Beim Wandern nach einer gewissen Zeit des Gehens. Und das war dann schon bedenklicher. Genau. Und das Besondere jetzt bei Ihnen ist ja, dass Sie diesen Hallux Valgus, ja, und Sie haben auch eben ein bisschen noch den Rigidus, dass ein bisschen steif geworden ist, das Gelenk, dass der nur auf einer Seite, auf der linken Seite vorhanden ist. Das ist ja ungewöhnlich. Meistens ist das beidseitig. Und jetzt haben Sie ja herausgefunden, warum das so ist, wie das zusammenhängt. Und das interessiert mich jetzt ganz besonders. Wie sind dann jetzt die Zusammenhänge zwischen diesem Hallux und dem Rest des Körpers? Ja, also da hat man wirklich gesehen, dass die zwei Füße, wenn man am Rücken liegt, sich nicht gleich weit öffnen. Also dass der linke Fuß verbunden mit der Hüfte einfach sich nicht so weit öffnet, also dass das Hüftgelenk nicht so weit aufgeht wie die rechte Seite und dass sich daraus ergebend wie eine Fehlstellung eigentlich über die Zeit entwickelt hat. Also dass das ganze linke Bein immer ein bisschen mehr nach innen gedreht ist, genau. Ja, weil es zu wenig außen drehen kann. Genau. Und das führt dann im Fuß zu Schubkräften, Fehlbelastung und schlussendlich dann zum Hallux. Hat sich vermutlich bei Ihnen auch dann eben im Verlaufe der Jahre entwickelt, oder? Dass es einfach langsam immer zugenommen hat. Genau. Ja, ja. Jetzt eine Frage noch, Frau Schober. Wie ist das mit der Operation? Ja, sehr häufig wird ja in dieser Situation, bekommen Sie von überall den Ratschlag, lass das operieren. Wie war es für Sie? Das habe ich natürlich auch gehört. Und im ersten Moment hat mich sehr, sehr abgeschreckt, die Idee, nach einer Operation 6 Wochen immobil sein zu sollen. Das ist mir ziemlich undenkbar. Und auf der anderen Seite war die Überlegung, wenn ich nur operiere, dann werde ich nichts lernen für meinen Körper, die Haltung zu korrigieren.
dann ist es unten repariert und die Haltung in der Hüfte ist immer noch die gleiche. Und mir war es dann eigentlich schon wichtiger, an der Ursache was zu regulieren. Was ja in Ihrem Fall eben ganz speziell ist, dass die Ursache oder die Teilursache des Hallux eben im Hüftgelenk liegt, oder? Wie man das geflügelte Wort sagt, oder der Brandstifter ist nicht immer dort, wo es brennt. Ja, die Ursache ist nicht immer dort, wo das Problem ist. Ja. Und jetzt waren Sie ja bereits zweimal in der Therapie. Ja. Ja, was haben Sie dort gemacht? Es war eine Mischung. Zum einen war es, dass die Hüfte motiviert wurde, die Rotation, also das Aufmachen, zu erweitern mit wirklich verschiedenen Winkeln. Und das andere war aber auch, den Fuß beweglicher zu machen. Und mir kam es vor, wie dass man bewusster wird, welche Muskeln da mitspielen, um überhaupt die gesunde und funktionstüchtige Fußhaltung und Fußstellung zu gewährleisten. Das heißt, das war dann so ein Mix zwischen passiven Maßnahmen und aktiven. Wie war so das Verhältnis? Ich würde sagen, ein Viertel war wirklich, dass ich mobilisiert wurde. Und drei Viertel aktiv. Ja, ja, das ist ja so ein gutes Verhältnis. Mhm. Und ist es Ihnen jetzt gelungen, oder fangen wir so, haben Sie jetzt schon etwas gelernt, das Sie im Alltag umsetzen können, in diesen zwei Stunden? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zuerst einmal wirklich, was ich machen kann, damit ich meinen Fuß unterstütze in seiner Haltung. Mhm. Also mit täglichen Erinnerungen, wie es auch ginge. Aber eigentlich fand ich am spannendsten, mir überhaupt der Muskulatur bewusst zu werden, die da drinnen eigentlich schlummert. Mhm. Und die jetzt aufzuwecken, das finde ich sehr, sehr spannend. Aus dem Dornröschenschlaf. Ja, genau, das ist gut. Und im Alltag, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man übt das zu Hause, macht so ein kleines Heimprogramm, oder die Königsdisziplin, dass man das im Alltag übt, so zwischendurch. Genau. Ja, wie sieht das im Alltag, wo üben Sie das? Eigentlich das... Die Übungen, die für die Hüfte gut sind, im Stehen, die mache ich wirklich unterwegs, wann immer ich irgendwo warten muss, kann man die sehr unauffällig machen. Mhm. Aber wenn ich mich hinsetzen würde und den Schuh ausziehen würde, das ist in der Öffentlichkeit schwieriger. Genau. Und das ist ja dann ein tolles Möglichkeit, eben sich selber umzuprogrammieren, wenn man so unerkannt im Alltag immer zwischendurch wieder üben kann. Genau. Ja, ja. Ja, super. Ich komme zu meiner letzten Frage von den Übungen. Es gibt ja ganz viele Übungen, die man machen kann. Gibt es jetzt von diesen zwei Stunden, gibt es eine Lieblingsübung für Sie? Also Lieblingsübung in dem Sinn, weil ich sie wirklich interessant finde, ist, ob mein Fuß schon selber Bewegungen herstellen kann, die ich ihm in der ersten Zeit mit meinen Händen zeige und ob die Muskulatur schon so weit ist, dass ich das selber machen kann. Das ist immer wieder so ein bisschen der Versuch, geht da schon was? Und mit selber machen, meinen Sie, dass Sie das, was Sie mit Hilfe der Hände gemacht haben, da kommen ja die Hände zu den Füßen, helfende Hände, die den Füßen helfen, dass Sie das nachher bewusst ansteuern können, meinen Sie das? Genau, ja, genau. Ja. Wunderbar. Genau darum geht's, am Anfang sich zu helfen, dann das Bewusste ansteuern und irgendwann wird sich das dann automatisieren. Was glauben Sie, wie lange brauchen Sie, bis sich das automatisiert? Ich habe ein Bild gesehen von einer Frau meines Alters mit einem Hallux Valgus so wie meiner und das Bild von ihrem Fuß ein Jahr danach. Und das war beeindruckend, wie groß der Unterschied zum Besseren war. Und ich habe mir dann auch gesagt, ein Jahr. Ein Jahr geben Sie sich Zeit. Mhm. Gut. Ein fleißiges Jahr. Ein fleißiges Jahr. Ja, jetzt sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg in der Therapie. Ja. Vielen Dank. Und bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen.
wünsche Ihnen Inspiration und Erfolg im Umgang mit dem eigenen Körper und bis zum nächsten Mal.